bewegt hat uns, einfach zu zeigen, was hier am Bodensee los ist, was es für Artists gibt. Allgemein, der Grundgedanke war eigentlich ein Spaß, den Simon und Patrick mal ausgeheckt hatten. Ja, mit dem Award haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass einfach den Leuten hier in der Region mal auffällt, dass wir Künstler hier haben, auch in verschiedenen Bereichen. Sprich, wir haben jetzt natürlich nicht 10 gute DJs, 10 gute Bands, aber wir haben in jedem einzelnen Bereich haben wir mindestens eine Band oder einen Künstler, der auch überregional einfach bekannt ist und somit auch den Bodensee repräsentiert. Die Lage hier am Bodensee für andere Künstler ist ziemlich schwierig, weil es gibt hier nicht wirklich große Labels, beziehungsweise eine richtige Szene ist hier gerade erst im Entstehen. Deswegen ist es allgemein ein bisschen schwierig, hier was in Gang zu bringen. Also ich bin hier am Bodensee aufgewachsen und ich möchte eigentlich nicht hier weg. Und mich inspiriert der Bodensee, mich inspirieren die Gegend, die Leute und alles. Und deswegen muss es auch nicht sein, dass ich woanders hinziehe, um erfolgreich zu werden. Die Nominierungen beziehen sich dieses Jahr auf Konstanz, weil das ziemlich kurzfristig entstanden ist. Es gibt wirklich trotz der überschaubaren Szene hier in Konstanz unglaublich viele, oder nicht nur in Konstanz, am ganzen Bodensee, sehr, sehr viele Künstler. Und die wirklich alle einzubeziehen in so einer kurzen Planungsphase ist wirklich unmöglich. Der BMA soll keine Eintagsfliege bleiben. Geplant ist nächstes Jahr, wie gesagt, den BMA um den ganzen Bodensee auszuweiten und zu einem wirklichen Bodensee Music Award zu machen. Ja. Wieso haben wir uns selber nominiert? Das ist eine gute Frage, weil wir sind ja die Macher vom BMA. Weil sowohl Kombi-Int als Event-Label und Record-Label als auch Traumraum als, sag ich mal, Musikplattform und Künstlerkollektiv wirklich hier in der Region eine entscheidende Rolle spielen. Und da ich auch Musiker bin, habe ich mich dementsprechend selber nominiert. Oh, an einem Awardabend, also wir fangen an mit Empfang der Presse und Sponsoren, Leute. Natürlich mit leckerem Buffet und feinen Drinks. Des Weiteren geht es weiter mit Matze B., welcher die Awardshow moderiert. Da werden alle 10 Kategorien verliehen. Danach wird die beste Band spielen und ab ca. 23 Uhr spielt der beste DJ, der beste Live-Act, auf Deutsch gesagt Halligalli Drecksau-Fest.